Nach einer mehrjährigen Projektierungs- und Planungsphase war es im November 2018 soweit. Der Spatenstich des 19-Millionen-Euro-Projekt B12 erfolgte in Nützeders. Bis zum Frühsommer 2019 sollen hier die Firmenzentralen der Gantner Elektronik und der Tomaselli Gabriel Bau entstehen. Wir beide hatten verschiedene Standorte, die zu klein waren und wollten uns hier gemeinsam einen neuen Standort schaffen. Und es gibt hier natürlich tolle Synergien, wenn es um Besprechungsräume, wenn es um Infrastruktur geht. Ich bin davon überzeugt, dass es einfach für beide Unternehmen eine wirkliche Win-Win-Situation ist. Wir kriegen eigentlich genau das, was wir haben wollen, mit den zusätzlichen Möglichkeiten, dass wir diese Erweiterbarkeit haben, dass wir diese Erfahrung, dass wir dieses Know-how von einem Top-Fradelberger Bauunternehmen haben. Das ist für uns, für die Gantner Elektronik natürlich sensationell gut. Das B12 wird aus 8 Ebenen, 8600 Quadratmeter Nutzfläche, davon 1900 Quadratmeter Produktion und Lager und 50 Tiefgaragenstellplätzen bestehen. Kein kleines Unterfangen für das Architekturatelier Rainer und Amann in Feldkirch. Mit 5 Ebenen ist das Hightech-Unternehmen Gantner Elektronik Hauptnutzer des innovativen Gebäudekomplexes. Dort sollen Forschung und Entwicklung einen kreativen Raum finden. Bis zu 160 Arbeitsplätze sind dafür geplant. Tomaselli Gabriel Bau und Karl Gabriel Baumeister werden ihre Bürostandorte im neuen Gebäude zusammenführen. Nach dem Spatenstich erfolgten sofort die Tiefbaumaßnahmen, wobei die Wasserhaltung für Grundwasser ein wesentlicher Meilenstein war. In Folge wurde mit den Arbeiten an den Fundamenten und der Bodenplatte begonnen. Ein weiterer Höhepunkt im Sommer 2018 war das Ziehen der Spundwände mit dem Kran. Diese verhinderten während der ganzen Bauphase, dass das Grundwasser von außen in die Baustelle drückte. Nachhaltigkeit gilt für die Bauherren B12 Illside als Prinzip. Das nachhaltige Heiz- und Kühlkonzept durch Betonaktivierung und die Nutzung von Grundwasser als Energieträger erhöhen die Energieeffizienz. Ein spezielles Feature an der Südsitter-Fassade haben wir vom 6. bis im 2. Stock ein im Atriumsbereich PV-Elemente zur Stromerzeugung und Rückgewinnung. Die Hilfeschienen an der Decke war unter anderem auch der Bauherrn ein sehr wichtiges Augenmerk, weil wir davon überzeugt sind, dass man auch Installationen an den Decken sehen kann und darf. Das Bürogebäude B12 in Nützeders entspricht dem Geist beider Unternehmen, die dem Projekt zugrunde liegen. Denn sowohl Tomaselli Gabriel Bau als auch Gantner Elektronik wollen nicht nur den Standards entsprechen, sondern selber welche setzen. Anfang Februar 2019 waren die Handwerksbetriebe bereits intensiv mit den Ausbaumaßnahmen beschäftigt und eine Fertigstellung mancher Räume bereits in Reichweite. Wir befinden uns da jetzt in der Ausbaustufe 2 von 3. Das heißt, an der Decke sind sämtliche Rohinstallationen abgeschlossen. Der Sprinkler hängt an der Decke, die Kabeltrassen sind an der Decke, die Lüftungsleitungen sind an Decken und auch Boden installiert. Wie auch bereits die Bodenkonnektoren gesetzt. Das Einzige, was da jetzt noch gemacht war, haben wir sich im Prinzip der Doppelboden reingesetzt. Der Belag auf dem Doppelboden drauf und die Akustikbaffeln, die an der Decke noch eingehängt werden, wo man da auch schon bereits an der Decke die Unterkonstruktion für die Sekundärbaffeln sagen kann. Qualität, Innovation, Verantwortungsbewusstsein, Funktionalität und Ästhetik. Somit verkörpert das B12-Projekt das Leitbild seiner Bewohner und ist der konkrete Ausdruck von zukunftsfähigem Bauen.